Okay. On. Negativ. Negativ ist das neue Positiv. Wenn negativ ist, ist gut. In den Budapest, da ist los. Bin ich ready, denkst du? Ja. Als wir es gesehen haben, war mir doch klar, dass du die extra angezogen hast. Wie geht's, Bro? Alles klar? Alles klar? Ja. Du duftest aber gut. Oh, frisch rasiert dein Kopf. Junge, danke. Hallo. Ja, da sind wir, Alter. Wer hätte das gedacht? Wir sind hier bei Gym 80. Wir bauen unser eigenes Evo-Gym und ja, wir gucken uns heute mal ein paar Geräte an und schauen mal, was wir von den Gym 80 Geräten so bei uns im Gym stehen haben. Aber total wild. Also wir hatten vor 2 Jahren schon mal den Gedanken, ein eigenes Gym zu machen und jetzt sind wir heute hier. Das ist total unrealistisch. Geil. Auf geht's. Komm, wir gehen mal rein. Ich glaube, die warten schon. Guter Flipflop, ne? Ja. Sicherheitsschuhe. Wenn man hier auf die Leiter steigt, dann muss man auch das richtige Schuhwerk tragen. Wir machen eine Werkstour jetzt, glaube ich. Also wir gehen hier einmal rum bei Gym 80 und gucken uns an, wie die Geräte produziert werden, hergestellt werden. Das ganze Gelände einmal einfach, was hier so abgeht. Und ja, ich glaube, das ist ziemlich interessant. Boah, Sepp, guck mal hier. Vor 2, 3 Jahren, da hatten wir das erste Mal die Idee und haben gesagt, so, boah, eigentlich müsste man ein eigenes Gym machen. Ne? Und heute sind wir hier, ne? Heute wird das Realität so. Ne? Verrückt. Ja, verrückt. Aus einem Gedanken wurde dann, also aus einem Keim oder so, Keimling, wird jetzt hoffentlich irgendwann ein schöner Bambusbaum. Ja. Vor allem die ganzen Ideen, das ganze große drumherum. Ne? Jetzt ist es nicht nur so ein eigenes, kleines, privates Gym, sondern es werden auch noch eigene Nahrungsergänzungsmittel produziert. Ja, ne? Mann, und das ist erst der Anfang. Ja, Mann. Only the Aber beginning. Es ist total krass, Step für Step, wir kommen immer weiter und heute sind wir hier, Alter. Ich finde das einfach unfassbar, ich kann das gar nicht glauben, ey. Step für Step. Es war so ein Traum und jetzt wird Realität. Step für Step ans Ziel. Ich wollte mal
von allem mal einen ausprobieren. Mhm. Fisch hatte ich zwei. Mhm. Also insgesamt vier. Rosie hat alle Raps. Unsere Raps weggegessen. Raps. Mhm. Ich bin der Rap-Man. Darum sind wir alle flach und dünn. Und Rosie so breit und prall. Hat aber noch einen anderen Grund. Den verraten wir nicht. Den verraten wir nicht. Oh, jetzt das sieht sie nicht sein, Bro. Nee, das machen wir nicht. Nee. Do for that link up in person. Text me to fall through, it's murder, she wrote it. Still up with courage, you're doing a service. Pull up to the crib, I'm equipped with the brush strokes. Cutthroat from the low low, where no love goes. Women buddy buddy like it's been dad. Wanna fuck me looking at the bill stack. Off the bubbly buddy, I've been stressed out. Let the smoke scream. So, wir fangen mal hier ganz vorne an. Wir sind in der Metallproduktion, damit geht es los. Die Gestelle, die Rahmen der Geräte, die werden hier produziert. Ihr könnt es schon sehen, hier sind schon ganz viele vorgefertigte Werkzeuge zur Herstellung der Rahmen und wir nehmen euch einfach mal mit, zeigen euch ein paar Sachen hier. Enjoy! Hold it down when you talk to me. Say it is what it's supposed to be. Say it loud, better mean it too, yeah. Talk that good when you talk to me. Say it nice and I give it to you. You know my word is bond, yeah. What we on now is wild, shit a trip, yeah. Life is lit, take a breath, that's it. Now it's wild, it's shit a trip. Life is litty, shit a gift, bitch, I'm him. To talk, but it's mad rubbish. It don't mean nothing. From the soil, trying to make it to the top floor. But the penthouse, pink games, something mad, yes, bros. No sleeping, been a task rabbit, been a lab at it. The chief of the tribe I put on for my village. Used to be local, I'm taking it global. Drop with the focus, you catching them. Also, wir sagen zwar immer, wir zersägen alles und so, aber dieses Sägeblatt zersägt wirklich alles. In the building, look what we build it. It feel like we're chilling, we taking it worldwide. Hold it down when you talk to me. Say it is what it's supposed to be. Say it loud, better mean it too, yeah. Talk that good when you talk to me. Say it nice and I give it to you. You know my word is bond, yeah. What we on now is wild, shit a trip. Life is lit, now it's wild, shit a trip. Life is litty, you shit a gift, bitch, I'm him. So, hier haben wir Gewichtsblöcke. Ich glaube, so einen Gewichtsblock nehmen wir auf jeden Fall schon mal direkt mit. Die sind mir nämlich in Gyms immer viel zu leicht. Ja, cool, aber krass, ne? Wie die hier alle aufgereiht sind und so, liegen hier einfach die Gewichtsblöcke rum. Und die sind tatsächlich diese Standard-Gewichtsblöcke von Gym 80 bis 105 Kilo. Und die kann man weiter aufstocken. Es gibt nämlich auch manche mit 135 Kilo und so, das weiß ich. Damit kann man schon mal ein bisschen mehr anfangen, vor allem auf dem Beinstrecker. Bei 105 ist oft Ende im McFick. Und ja, ist schade, reicht nicht. Muss, glaube ich, mal mit Sepp reden, dass wir bei uns alle Blöcke voll draufkloppen. Aber ich glaube, das ist eh klar. Weiter geht's. Wir sind hier jetzt in der Polsterei, also wie ihr seht, hier werden die ganzen Polster gemacht, da werden die ganzen Sitzen und Lehnen von den ganzen Geräten gemacht. Gerade eben waren wir ja schon in der Metallverarbeitung, in der Schweißerei und ja, es ist richtig, richtig geil hier. Es ist richtig interessant zu sehen, wie die Geräte hergestellt werden. Ich selber habe ja früher auch Schweißen gelernt und auch einen handwerklichen Beruf erlernt und das ist für mich mega interessant. Also ich würde hier gerade gerne mitarbeiten, so. Hier haben wir jetzt ein paar weiße Geräte, finde ich auch richtig geil. Die warten nur noch auf ihre Bepolsterung. Also wie ihr seht, diese sind schon fertig verpackt hier auf der Palette und so. Aber da fehlen halt noch die Polster, ne? Und weiß, Alter, weiß sieht auch edel aus. Aber vermutlich werden unsere Geräte wahrscheinlich so schwarz, mattgrau. Aber weiß finde ich auch edel. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Weiße oder schwarze Geräte. Aber ich finde, das hat so einen richtigen Oldschool-Look. Das hat so einen richtigen Oldschool-Look. Gym 80, so, das ist schon, weiß ich nicht. Früher waren die immer weiß mit blauer Bepolsterung, meine ich. Also so habe ich das in Erinnerung und das war schon immer ziemlich nice. Also ich feiere das, ne? Ich glaube, ich würde weiß nehmen, aber ich habe halt hier nicht Entscheidungskraft. So sieht es scheinbar aus, wenn die Geräte fertig sind. Ne? Sind hier schön fertig verpackt, für den Versand vorbereitet. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich freue mich schon, wenn unsere Geräte kommen, in der Halle stehen. Aber jetzt muss sowieso die Halle frei sein. In der Halle ist immer noch Krams vom Vormieter.
Aber ja, ich freue mich, wenn die Halle leer ist, wenn die Geräte da reinkommen, das wird wild, Alter. Ich werde anders krass breit sein. Safe. Hier haben wir jetzt unsere Verkleidung. Das wird sie wahrscheinlich werden, in schwarz ganz einfach gelocht. Es gibt unterschiedliche Verkleidungen auch. Hier seht ihr so eine andere mit einem anderen Muster. Es gibt welche in grau, in weiß, in gelb. Aber für uns wird es wahrscheinlich diese ganz einfache schwarze Standardverkleidung werden. Yes, weiter geht's. Also sehr wahrscheinlich werden unsere Geräte so aussehen, ne, abgeschliffen. Mit Klarlack sieht eigentlich schon ziemlich nice aus. Wahrscheinlich werden diese beweglichen Teile hier alle eine andere Farbe bekommen. Das bedeutet, dass das Gerät hat am Ende eventuell zwei Farben. Aber gucken wir mal, ob das nicht doch bei einer Farbe bleibt. Und die Bepolsterung, die wird aber auf jeden Fall schwarz-matt sein. Das hier ist, dieses Gym soll ja hauptsächlich zum Filmen sein. Und das lenkt so ein bisschen ab, wenn das zu sehr glitzert und so. Und darum wird es wahrscheinlich ganz einfach matt-schwarz. Und dann kommt hier fett unser Evo-Logo hin. Ich glaube, das wird schon ziemlich geil. Ja. Und wir trainieren jetzt eine Runde. Ich fahre mir mal schnell einen Booster rein. Übrigens bei evosportsfuel.de könnt ihr mit dem Code André immer 10% sparen, beziehungsweise wenn es höhere Rabattaktionen gibt, dann auch mehr. Also falls ihr mich supporten wollt und ihr bei evosportsfuel.de bestellen wollt, dann auf jeden Fall immer den Code André benutzen. Ja, ich fahre mir jetzt schnell einen Craft rein, also einen Pump-Booster, und dann geht's auf. Ich muss Beine trainieren. Kann lustig werden. I can do this with my eyes closed. Flow still hot like Phoenix. Shine so bright, I'm gleaming. This off top, I'm tweaking. Fresh out the rat like Neiman. And I'm still trying to fight my demons. Cause we all got a hike like Tina. That's why I gotta ride with the Nino. Outside, it's a war going on. Made me put my hands on my head like the Macarena. They want you walking on board like Kima. Ain't give a F to you like John Cena. Putting blood on the brand new Beamer. Trying to earn they stripes like Adidas. You get cold when you ride with the heater. It'll turn you to a dog like a Keto. And exposed to a cat like a cheetah. They smoke my partner like reef. Dímelo porque o no entiendo, mi gente must really need Jesus. He shed real blood, I never seen a crypt and I believe it. It's too easy. Too easy. I can do this with my eyes closed. It's too easy. Too easy. I can do this with my eyes closed. Wir fangen heute mal an, hier ein paar Geräte auch zu testen, damit wir uns nachher final entscheiden können, welche Geräte wir bei uns im Gym haben wollen. Die Pendulum Squat soll richtig nice sein, hat Sepp gesagt, der ist hier schon durch. Ich fange dann mal jetzt an, hier auch langsam so zu trainieren und werde diese Pendulum Squat auf jeden Fall mal einmal austesten. Habe ich noch nie gemacht, bin natürlich Freund von freien Kniebeugen, aber gut, was soll's, testen wir mal. That's why I gotta watch my demeanor. You know they locking up blacks and Latinos. It's the same old game, ain't nothing really changed but the mileage on the meter of the Beamer. You get cold when you ride with the heater. It'll turn you to a dog like a Keto. And exposed to a cat like a cheetah. They smoke my partner like reefer. Dímelo porque o no entiendo, mi gente must really need Jesus. Alter, ist die Scheiße schwer, Alter. Die knallt richtig rein. Das ist echt heftig. Boah, die ist unten drin so heavy. Ah, unnormal. Und ich habe gerade mal 20 Kilo drauf. Uff. It's too easy. I can do this with my eyes closed. It's too easy. Too. It's too easy. I can do this with my Also wenn man dann doch reinkommt, dann wird die schon sehr geil. Also jetzt gerade gefällt mir die doch besser als im ersten Satz.
den Ennis. Zieht euch mal die Form rein, wir blenden mal hier was ein. Du bist 23 erst, ne? Genau, ja. Und ich habe gehört, du bist der neue Evo-Athlet. Ja, man munkelt. Man munkelt. Also hier in diesem YouTube-Video darfst du es schon sagen. Ja, okay. Weil das kommt erst später online. Das kommt später online, ja. Also, ja, genau. Du bin bist der neue Evo-Athlet. Und ja, ich freue mich mega, ein Teil des Teams zu sein, jetzt nun offiziell. Ja. Und freue mich auf die Zeit, die uns bevorsteht. Wann ist dein erster Wettkampf? Du bist gerade aktuell in der Vorbereitung, genau, wie man unschwer erkennen kann. Ja, 3 Wochen vor dem nächsten Wettkampf. Bin aber schon ein paar Mal gestartet. Also. Ja, in Vergangenheit. Genau, den Teenage-Weltmeistertitel geholt und den Schweizer Meistertitel. Ja. Also ich denke, du wirst auch bei mir in der Community nicht ein ganz unbekanntes Gesicht sein. Ich denke, man hat den Namen schon mal gehört oder schon mal gesehen. Ja. Ne? Du bist, glaube ich, das erste Mal so mit 16 auf der Bühne gewesen. Genau, oder so, ne? Genau, mit 16. Ja. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, da habe ich noch nicht mal trainiert. Ja, genau. Viel Erfolg auf jeden Fall danke. Für die Wettkampfsaison. Danke. Hol mal ein paar Titel für Ivo und für dein Regal. Das hoffe ich doch. Ja. Hat noch ein bisschen Platz. Ja. Ansonsten wird ein neues Regal aufgebaut. Das ist das, was ich meinte mit den Gewichtsblöcken beim Beinstrecker. Wir haben nur 105 Kilo. Gym 80 macht wirklich mit Abstand die besten Beinbeuger und Beinstrecker. Ich trainiere schon seit Jahren daran. McFick hat vielleicht diese Gym 80 Geräte und wirklich Beinbeuger, Beinstrecker von Gym 80 ist seit Jahren meiner Meinung nach das Beste, was es gibt. Weil ich war schon in vielen Studios, bin viel rumgereist, habe viele Geräte probiert. Aber Beinstrecker, Beinbeuger habe ich immer am liebsten im McFit gemacht tatsächlich. Genauso wie die schienengeführte Hackenschmidt. Aber für uns wird es wahrscheinlich ja die Pendulum Squat, aber egal, auch geil. Ich freue mich, es wird ein richtig wildes Gym. Wir werden alle richtig heftig Gains machen, glaube ich. Jupp. Vor allem die Aura, die wir jetzt machen und zu wissen, das ist ein Evo-Gym und das sind nur Evo-Athleten, Mann. Ihr habt die Athleten gesehen vorhin, ne? Die sind schon alle wild krass in Form und das ist natürlich sehr motivierend und allein deswegen werde ich zumindest, das weiß ich, ganz, ganz wilde Gains machen in den nächsten 1-2 Jahren und 2024 so eine Bühne aufs Parkett werfen. Ja, 2 years out. Mehr wollte ich nicht sagen. Ja Leute, das war's schon wieder mit dem Video Team Evo. Anderes Level, Alter. Ich kann das nicht in Worte fassen. Einfach unglaublich, von Anfang an dabei zu sein, Mann. Guckt euch die Jungs an, die Mädels an. So, das ist wird wirklich ein anderes Level, Mann. Das, was alles kommt. Dieses Jahr noch, nächstes Jahr noch. Wir sind hyped. Wir haben richtig Bock, richtig geile Scheiße zu machen. Und ich bin mittendrin. Das ist für mich unfassbar. Also ich bin mega dankbar. Und ja, Daumen nach oben, nicht vergessen, den Kanal abonnieren, wenn ihr mehr von mir, von uns sehen wollt. Und bis zum nächsten Video. Team! Ivo! Nochmal! Team! Ivo! Ich stell so.